B1.6. Berechnen Sie das Maß Epsilon des Winkels D1C1B1. Dafür habe ich mir nochmal die Zeichnung von oben hergenommen. Also dieser Winkel hier soll berechnet werden, D1C1B1. Im ganz speziellen genau dieser Winkel, also nichts mit funktionaler Abhängigkeit oder so. So, wir müssen überlegen, wie kommen wir auf diesen Winkel? Wir haben bisher nur das Trapez gegeben und eine Verbindung von Trapezen und Winkeln. Kennen wir jetzt wenig, wir wissen nur die beiden, also der DCB und der CBA, die zusammen geben 180 Grad, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Hier gilt also, wenn wir in einem Viereck nicht mehr weiterkommen, müssen wir es in entsprechende Teildreiecke zerlegen. Und bei Trapezen bietet sich es eigentlich immer an, hier so eine Zerlegung durchzuführen, dass wir im Prinzip vom Eckpunkt gegenüber auf die lange Seite im Prinzip die Höhe einzeichnen und damit erhalten wir hier ein rechtwinkliges Dreieck, nenne ich den Punkt vielleicht noch F1, nämlich F1, B1, C1 rechtwinklig, also funktionieren die Sätze Sinus, Kosinus, Tangens und Pythagoras. Pythagoras braucht man nicht, weil wir wollen ja einen Winkel herausfinden, also brauchen wir irgendwas anderes. Was wir kennen ist hier diese Strecke mit vier Längeneinheiten, weil das ist ja nichts anderes als die Höhe des Trapezes. Die Strecke C1, B1 kennen wir nicht. Keine Ahnung. Aber die Strecke F1, C1 wissen wir momentan auch noch nicht, aber die lässt sich tatsächlich berechnen. Und zwar wissen wir, die Strecke C1, D1, also hier der komplette Bereich, ist 6 Längeneinheiten lang. Das Trapez ist gleichschenklich. Also gilt daraus, dass dieser Teil hier bis zum Mittelpunkt 3 Längeneinheiten lang ist. Also müssen wir jetzt nur vom Mittelpunkt hier, dieser Mittelpunkt bis F1, diesen Bereich hier rausfinden, dieses kleine Stückchen, und das von den 3 Längeneinheiten abziehen. So, wie kriegen wir das jetzt raus? Dieses kleine Stückchen ist ja genau das gleiche wie die Hälfte von A1 zu B1. Also können wir einfach A1, B1 ausrechnen. Aus dem Messen wissen wir wahrscheinlich schon, wie lang dieses Teilstück ist, aber offiziell müssen wir es ja berechnen, weil es auch in der Aufgabe heißt, berechne. Und dann können wir es auf der anderen Seite abziehen und dann entsprechend einsetzen. Also gehen wir erstmal her, berechnen A1 und B1. Dafür müssen wir jetzt nochmal in die Aufgabe 1.2 uns zurückdenken, nämlich das A1 und B1 hieß es ja, soll gezeichnet werden für x gleich 4. Wir haben also die Voraussetzung, x ist in diesem Fall 4. Zusätzlich wissen wir in der 1.3, vielleicht schreibe ich die nochmal auf, in 1.3 heißt es a und b in Abhängigkeit von x sind 0,25x² minus 2,5x plus 7. Und wie gesagt, für a1, b1 gilt, x muss 4 sein, also ersetzen wir jetzt jedes x durch 4. 0,25 mal 4² minus 2,5 mal 4 plus 7. Das jetzt in den Taschenrechner eingeben und dann kommt raus, was wir eh schon vermutet haben, nämlich dass a1, b1 eine Längeneinheit lang ist. So, damit wissen wir, dass dieses kleine Stückchen hier genau die Hälfte groß ist, nämlich 0,5 Längeneinheiten. Und damit wissen wir also, dieses Stück von C1 zu F1 ist damit 2,5 Längeneinheiten lang. Also können wir in diesem rechtwinkligen Dreieck diese Seite hier hinten, wir kennen die Höhe, überlegen uns, was in diesem Dreieck das darstellt. Wenn es der Winkel ist, liegt gegenüber die Gegenkathete, es liegt hier die Ankathete an. Ja, die längste Seite ist ja die Hypotenuse, die liegt über dem rechten Winkel gegenüber. Also schauen wir in der Formelsammlung nach, welcher meiner drei Sätze Sinus, Kosinus, Tangens funktioniert mit Gegenkathete und Ankathete und finden dann sofort, dass das der Tangens sein muss. Es gilt also, was wollen wir berechnen? Den Winkel Epsilon. Wie hieß der nochmal? D1, C1, B1, Tangens von Winkel D1, C1, B1 ist gleich, und jetzt die Gegenkathete war die Strecke F1, B1 und die Ankathete war
Wenn ich es jetzt so benennen möchte, brauche ich hier nochmal den Punkt M. M1 C1 minus 0,5 mal A1 B1. Also nochmal zum Mitdenken. Wir haben hier die große Strecke M1C1, die war drei Längeneinheiten lang. Und davon wird jetzt die Hälfte von A1 und B1 abgezogen. Ja, also diese 0,5. Das ist genau das, was ich jetzt hier unten reingeschrieben habe. So, setzen wir die Größen 1 ein. F1B1, das waren die vier Längeneinheiten aus der Höhe. M1C1 waren 3 minus 0,5 mal 1. Einen Schritt müssen wir noch machen. Also man kann es jetzt entweder in Solver eingeben oder wenn mir der nicht zur Verfügung steht, muss ich jetzt noch mit Tangens hoch minus 1 arbeiten, um den Winkel rauszubekommen. Also Tangens hoch minus 1 von 4 geteilt durch 3 minus 0,5 mal 1. So, das kann ich jetzt in jeden Taschenrechner eingeben und dann kommt jetzt auch das Winkelmaß raus mit 57,99 Grad. Und damit wäre die Aufgabe erledigt.